rocket beams. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer nagelneuen Pilotfolge von Verlesen. Ich darf vorstellen, Ingo Mess. Guten Tag. Guten Tag, Ingo. Das bin ich. Das war eine sehr dumme Idee, das hier zu machen. Ingo. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Es ist ganz charmant, ne? Meinst du das oder generell das? Beides. Wir befinden uns in einem etwas ausgearteten Versuch, den ich bereits einmal gemacht habe. Den habe ich dir am Telefon genannt und du bist trotzdem gekommen. Ja. Es geht darum, Sachen vorzulesen, die wir beide vorher noch nie gelesen haben, beziehungsweise, Ingo, es geht um das Handwerk, was du beherrschst und wo du sehr gut drin bist, des Vorlesens, des Einsprechens, oder? Ja. Vorlesen kann ja jeder. Ja, komm, vorlesen. Sprecher. Sprecher sein. Ich mache mir kurz Notizen. Mach mal Notizen. Es heißt Sprecher sein, weil es darum geht, Texte vorzulesen, als würde man sie kennen und als würde man wissen, worum es geht. Oder sie, wenn es um Romane oder sowas geht, so interpretatorisch eine Richtung, dem Ganzen eine Richtung zu geben, dass man da zuhören mag. Aber das ist doch ganz schön schwer, oder nicht? Ich meine, jeder, du hast es auch gerade im Vorgespräch gesagt, jeder von uns hat schon mal irgendwas vorgelesen. Ja. Wie kann man das üben überhaupt? Man kann das üben, klar. Also es ist ja so, wie im Grunde erzählen. Mhm. Wenn man jemandem was erzählt, möchte man gerne, dass das Gegenüber das versteht, begreift und dranbleibt. Deswegen versucht man, das zu vermitteln. Und wenn man nur etwas vorliest, macht man das auch nur nicht mit den eigenen Worten, sondern mit den Worten, die da stehen. Und Worte schnell erkennen und so. Ich meine, wir fangen an zu lesen in der Schule und üben das und üben das und üben das. Und je mehr man das macht und je mehr man sich je freier man darin wird, umso leichter wird das. Dann gibt es natürlich noch ein paar Techniken und sowas, aber Vorlesen ist Erzählen im erweiterten Sinne. Also, viel Lesen ist erstmal das, was du gesagt hast. Ich habe dir wirklich komplett zugehört. Aber du hast auch gerade schon Technik angesprochen. Und darum geht es hier bei Verlesen. Ich erkläre euch nochmal, was wir hier in der nächsten Stunde vorhaben. Ich finde das sehr gut. Es ist eine sehr absurde Idee, oder? Es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, aber ich habe früher schon den Tipp bekommen, was das Handwerk Moderation angeht. Ja. Lies alles vor, was dir irgendwas nicht nied- und nagelt. Richtig. Du hast mir das auch gesagt. Mhm. Also, du hast mir auch gesagt, lies einfach Shampooflaschen vor. Laut. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Ich saß dann auf dem Klo und habe dann wirklich diese Dinger vorgelesen und das war sehr anstrengend. Ja. Aber es hat geholfen, würde ich sagen. Es hilft total. Und bei mir ist es ja so, wenn ich dann frei sprechen soll, dann hakt es dann irgendwie manchmal, weil ich mich dann so, ich mache halt nur das. Ich lese Sachen vor. Da fühle ich mich sicher und wohl drin in dem Ding. Ich merke auch, ich lese auch meinen Kindern natürlich super gerne vor und teilweise eben auch sehr blumig und teilweise dann auch mehr als vielleicht sollte, weil ich dann irgendwie nicht so richtig aufhöre. So. Aber du kannst es ja manipulieren, während du es vorliest, ja, oder? Das schon. Also das heißt, du erkennst, okay, jetzt wird es langsam brisant her, zum Beispiel von den Themen her, und du kannst ohne abzusetzen Wörter verändern, oder? Das ist schon machbar. Ja. Und das ist aber echt ein Handwerk, was ich finde, dass ich will das hier versuchen, so ein bisschen rauszukitzeln. Okay, dann kitzeln wir. Bringen wir mal was bei. Was wird passieren? Wir haben folgendes Buch hier am Start. Nein, es ist keine direkte Werbung, aber es ist Absacker. Aber ein bisschen. Von Gunnar Krupp. Wir können kurz auf meinen Computer springen. Da sehen wir verschiedene Bilder von Herrn Krupp. Der ist heute in Hamburg unterwegs und liest auch jetzt gleich. Um zu lesen. Hätte mich sehr interessiert. Mich tatsächlich auch, aber... Es ist zu weit weg. Es ist viel zu weit weg. Wer ist da? Wie kommt man da hin? Weiß ich nicht. Carré. Weiß ich nicht. Wir sind jetzt auch gerade live. Wenn ihr jetzt zufällig in Wandsbek wohnt, dann hört auf, die Sendung zu gucken und checkt mal, ob sich Gunnar selbst verliest. Die Regeln sind wie folgt. Ich habe original noch nicht eine Sekunde dieses Buch geguckt. Gelesen. Geguckt, das machst du ja gar nicht. Ja, drauf geguckt, aber nicht reingeguckt. Mhm. So. Ich habe Gunnar gefragt, er kennt diese Idee und er sollte mir als Autor eine Seitenzahl nennen, die ich schaffen muss, ohne mich zu verlesen.
Nun habe ich aber 5 Leben und ein Leben bedeutet ein Buch Absacker, was wiederum für euch, die jetzt live dabei seid, zugutekommen soll. Denn wenn ich es schaffe, mich nicht zu verlesen, dann schenkt uns Gunnar 5 Bücher, die wir raushauen können. Das gleiche Prinzip machen wir mit der WASD. Christian Schiffer und sein gesamtes Team, die deutsche Games-Redaktionselite, schreibt in der WASD, die haben unglaublich gute Bücher rausgebracht. Wir haben leider nur Episode 10 und 9 jetzt gerade da. 13 ist schon draußen, aber das werden wir ebenfalls machen. Aha. Und dann mal gucken. Und dann, ich habe mit ein paar Autoren geschrieben und auch geschnackt und die finden die Idee ganz lustig, aber wir probieren das jetzt erstmal hier aus, würde ich sagen. Ja? Würde ich auch sagen. Und wie viele Seiten? Das ist das, was mich interessiert. 15 soll ich schaffen. 15 Seiten? Ist das hart? Das ist richtig hart. Ohne Scheiß. Hör auf jetzt! Ich habe gedacht, Eddie hat auch so reagiert, als ich die Idee erzählt habe. 15 Seiten ist 15 Seiten. 15 Seiten hiervon. Dünn bedruckt, ich meine klein bedruckt. Ich komme jetzt langsam in das Alter, wo ich tatsächlich abends. Musst du eine Brille an? Abends mir tatsächlich eine Lesebrille aufsetze. Ja. Eine Lesebrille? Ja, okay, ist ja aber. Ist das ja. Nicht intellektuell? Ist das nee. Ich sehe das mir so als Behinderung so ein bisschen. Und ich finde es. Aber ich lese plötzlich in HD. Ja, siehst du. So, ne? Und ich denke so, wow, so könnte es auch gehen. Aber hier. Guck dir das an. Das ist, man sagt normalerweise, deswegen 15 Seiten, man sagt normalerweise für eine Seite in moderatem Tempo zum Zuhören gut 2 Minuten. Echt? Mhm. Das heißt, ich muss eine halbe Stunde. Du musst jetzt, der Gunnar Krupp hat mich schon wieder reingelegt. Also, ich hätte 5 Seiten schon sehr ambitioniert gefunden. Ich würde sagen, für den Anfang würde ich sagen 3 Seiten. 3 Seiten und dann eine Pause. Ja, dann lass uns einfach Gunnars Regel, die er aufgestellt hat, einfach komplett wegschmeißen und wir sagen einfach, wenn wir es schaffen, 3 Seiten vorzulesen, kriegen wir 18 Bücher. Ja. Das macht doch mehr Sinn. Ich finde das in Ordnung. Ist doch gut. Aber ja. 15 Seiten. Da möchte ich aber gerne mal Gunnar sehen, dass der das hinkriegt. Das ist nämlich einfach so, um das mal zu, guck mal, 7, 8, 9, 10 bis. Von 7 bis 15 sind nach Adam Riese 22, ne? Das wäre dieses ganze Stück. Dieses ganze Stück. Ja, das geht doch. Dieses ganze Stück fehlerfrei vorlesen. Ja, natürlich geht das. Klar geht das. Du kannst dir ja auch ganz viel Zeit lassen und richtig jeden Satz, bevor du ihn laut raushaust, erstmal leise aber, lesen. Gut, die Prämisse ist aber auch, also und das dann, ist ja, das ist die Regel, dass ich versuche, so wie ich dich kennengelernt habe, ja? Bei Game One, ich glaube, hier brauchen wir dich sowieso nicht mehr vorstellen, Ingo Mess, Sprecher von Game One, 4 Milliarden und Game Two, 4 Milliarden, es ist immer interessant, deine Meinung zu hören, weil du kommst dann hin und liest die Texte von den verschiedenen Leuten und du liest es aber einfach so runter, so bam, und triffst aber meistens auch direkt das, was man haben will. Das ist aber auch Übung. Das ist Übung, ja. Und das hat aber auch mit gerade bei Game One und bei Game Two ganz viel damit zu tun, mit, das ist Lesen, ist sehr rhythmisch, es ist hat ganz viel damit zu tun, was sind für Geräusche da. Ja. Was für Musik ist da, was für Bilder sind da, wie schnell ist der Rhythmus, wie geht das, wo kann ich mich sozusagen draufsetzen? Und dann habe ich natürlich mittlerweile einfach so viel so ein Zeugs gemacht, dass ich ja auch einen Bogen erkennen kann und weiß, wo es drauf hinausläuft. Ja. Also wenn man irgendwie eine Spielebeschreibung hat und weiß man, das geht so los und dann gibt es ein Fazit am Ende. Und wenn man sagt, was uns nicht ganz so gefallen hat, ist dann dies und das, dann weiß man schon, jetzt kommen so 1-2 Sachen. Da weiß ich dann schon tonal, wo es irgendwie hingeht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal los. Ich würde auch sagen, wir starten mal los. Genau, und zwar machen wir das, und das war auch die Idee, dass wir erstmal im Forum live, habt ihr die Möglichkeiten, ich habe aus Versehen einen zweiten Thread aufgemacht, macht keinen Sinn. Lies mal den Taddison vor und mach mal einfach. Wer? Du. Ich? Ja, ich denke, ja, weil nee, noch nicht. Erstmal warm machen. Muss man sich nicht warm machen für sowas? Nein, muss man nicht. Cool. Du redest ja auch die ganze Zeit, oder nicht? Nervöser, als ich gedacht habe. Ja, bist du? Ja, ein bisschen. Ich finde das spannend. Ist es auch. Grundsätzlich ist zum Umgang. Bitte vergesst nicht, dass ihr es im Forum mit anderen Menschen zu tun habt. Daher erwarten wir eine gewisse Grundsatz an. Guck, schon einen Fehler gemacht. Siehst du, und du willst 15 Seiten am Stück lesen. Das waren zwei Zeilen. Bitte vergesst nicht, dass ihr es im Forum mit anderen Menschen zu tun habt. Ja, süße. Daher erwarten wir einen gewissen Grundsatz an Freundlichkeit und Respekt den anderen Forenteilnehmer gegenüber. Auch von Kritik erwarten wir, dass diese grundsätzlich respektvoll und konstruktiv formuliert wird. Ist das eine Musik, die zu Absacker passen könnte?
Ja. Sie passt obwohl nicht, aber zu Gunnar. Ich lese das gerade. Ich bin auf Seite 28, also ganz, ganz frisch. Mhm. Und daher weiß ich, dass diese Musik zur Anfangsszene nicht passt. Dann weg. Gut, ich fange an. Nimm dir Zeit. Ja. Drei Seiten haben wir gesagt. Es ist. Für 33 Bücher. Es ist nur ein Spiel. Wir sagten eine Seite für 120 Bücher, war jetzt der letzte Stand. Ja. Da ist das Buch. Das ist Gunnar Krupp. Oh je. Das Vorwort lasse ich bewusst weg. Mhm. Da fängt's an. Okay. So, ich fange an. Trink einen Schluck Wasser vorher. Boah. Okay. Immer wichtig. Ja, okay. Das ist schlau, ey. Mhm. Deswegen bist du Sprecher, weil du Wasser trinkst. Ja. Wie lange machst du das schon? Jetzt wirklich offiziell sprechen, auch als Job? 18 Jahre, glaube ich. Boah. Ja. Und ich habe auch, ich weiß nicht, ob wir das verlesen dürfen oder so, aber sowas, das sind Seiten, also ich komme gerade von der Arbeit, von einer anderen Arbeit. Einen Satz kannst du ja bestimmt lesen, oder was? Ja, das kriegst du in die Hand und dann musst du... Das krieg ich in die Hand und dann lese ich das. Er beginnt direkt mit einem 720 Barspin to Barspin über die Funbox, den hat er vorhin nicht gemacht. Wunderschöner Double Tail Air, ein ziemlich gelungener Start vom aktuell Erstplatzierten. Das nenne ich mal Momentum. Er kommt mit einem Double Tail über die Hip, gute Geschwindigkeit. Mhm. Ein Flare Barspin über den Channel, wieder eine coole Kameraeinstellung, jetzt ein 360 Alley-oop Barspin, Barspin Tailwhip über die Hip, Barspin No-Hander über die Hip, absoluter Wahnsinn. Ich komme mir vor, als würde ich nur noch einen Trick nach dem anderen auflisten. Aber du hast nur das visuelle Signal dazu, das schon. Ich habe, man sieht das als verpixeltes sonst wie Video und ich habe aber in erster Linie die Timecodes, die stehen da und ich weiß halt, dass du weißt ungefähr, wie viel 13 Sekunden sind, um den Text mittlerweile weiß ich, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich im Studio bin und die sagen zu mir, ja, es war eine halbe Sekunde zu lang, dann kann ich das nochmal machen und das ist dann genau passend. Ja. Aber ich mache das auch schon 18 Jahre. Das stimmt. Ja, aber du bist, deine Stimme, YamYam92 hat gerade geschrieben, warum kriege ich eigentlich mal Gänsehaut, wenn sie deine Stimme hört? Weiß ich nicht. Ja, weil du es seit 18 Jahren machst. Deswegen. Ja, deswegen. Ne? So, los geht's. Aber das ist schön, vielen Dank. Verlesen. Wir lesen aus Gunnar Krupps Machtwerk. Machwerk. Ich sehe nur gerade, ich muss mich anders hinsetzen. Oder die GoPro anders hinstellen. Entschuldigung. Ich kann dir das auch halten. Nee, ich kann auch einen Buchhalter. Das ist so. So ist besser. Ja. Schatten, ach, ist egal, jetzt so. Drei Seiten. Nach 333 Tagen. Uik, uik. Der weiße Audi fährt um die 210 Kilometer pro Stunde. So schnell bin ich noch nie mit einem Auto gefahren. Der letzte Rekord lag bei 185 und damals saß ich nicht mal selbst am Steuer. Die Gegend ist trostlos, leer, Brandenburg. Vor allem ist da Wald, der das Auto als dunkelgrüner Schweif verfolgt wie ein stiller Begleiter. Einen kurzen Moment überlege ich, das Lenkrad mit einem schnellen Ruck rumzureißen und einfach durch die Leitplanke in den Gegenverkehr zu brettern. Ein lauter Knall, die beiden Pkw überschlagen sich und die dahinterfahrenden können gar nicht anders, als in den Unfall reinzuschlittern und ihre teuren Karren und Leben ebenfalls unreparierbar zu zerstören. Bei Burnout auf der PlayStation 2 wäre das vermutlich ein neuer Highscore in der Crash Challenge. Überall liegen Blech, zersprungenes Glas und ein paar blutige Leichenteile. In den Gesichtern der Opfer könnte der Polizeipsychologe später eine Mischung aus Angst und Erschrockenheit feststellen. Wenn er neu im Job ist, wird er sich vermutlich 2 bis 6 Mal übergeben müssen. Der Arme. Vollsperrung, mindestens bis 14 Uhr. Termine werden verpasst, Leute richtig sauer. Von der Trauer ganz zu schweigen, um die 50 Personen, deren Leben mein Akt der Verzweiflung für immer verändert. Würde man rekonstruieren können, dass ich bei vollem Verstand absichtlich eine solche Katastrophe herbeiführen wollte? Und wer würde dann noch zu meiner Beerdigung kommen? Und gibt es einen Sarg, wenn man nicht genau feststellen kann, welche Organe und Fetzen nun zu meinen und welchen Überreste zu den Körper der anderen Toten passen? Diese Lunge gehört eindeutig einem Raucher in den 40ern. Wahrscheinlich wäre es am Ende ein riesiger Container, in den alle Teile achtlos reingeworfen und später nur grob nach Alter und Geschlecht sortiert und ohne großes Tamtam auf die Särge verteilt werden. Ist dann ja auch egal. Ich muss lachen. Ob überhaupt jemand eine Grabrede halten würde? Vor knapp einem Jahr, da bin ich mir sicher, hätte ich eine herzzerreißende bekommen. Tränen inklusive. Aber jetzt? Der Inhalt wäre interessant. Vielversprechend angefangen und innerhalb kürzester Zeit radikal abgebaut. Na, irgendwie so. Von weitem sehe ich ein rotes Auto. Wahrscheinlich ein Corsa oder Golf, der die... Ja, aber wie makaber fängt dieses scheiß Buch an? Ja, es fängt makaber an, das stimmt. Aber ich finde, man hat auch gemerkt, dass du unter Strom warst
dass du dich nicht verlesen willst, auf gar keinen Fall. Selbstverständlich, das Format heißt verlesen. Ja, aber ich meine ja, gerade das ist ja, da muss man sich ein wenig frei von machen. Da muss man sich frei von machen. Da muss man sich ein wenig frei von machen, um, ja. Stimmt schon. Kurzweilig war ich, glaube ich, in diesem Modus, aber nur das stimmt. Ganz kurz. Aber das stimmt, ich könnte dir auch sagen, wo. Ja. Ja. Meiner Meinung nach bei diesem Aufzählen von dem, was jetzt wo in welchen Sarg gehört, da warst du so ein bisschen, da warst du ein bisschen dabei, dich zu fragen, wie finde ich das eigentlich? Aufs Lesen konzentriert. Könnte das sein? Ja, genau. Ich habe es nicht gelesen. Im Chat habe ich gerade nur gelesen, so ist ja nicht weit gekommen. Ja, ach nee. 15 Seiten war vielleicht echt. 15 Seiten ist unfassbar ambitioniert, ja. Also ich also im Normalfall bei Lesung, warst du schon mal bei einer Autorenlesung? Nee, noch nie. Das ist sehr interessant, weil die immer nur Teile natürlich lesen aus ihrem Buch. Also ich weiß nicht, wie Gunnar das macht, aber die suchen sich natürlich immer Schlüsselszenen raus oder irgendwas, um das Ganze natürlich anzuteasern. Und nehmen dann bewusst wirklich nur so 3-4 Seiten. Mhm. Maximal. Dann maximal, um halt irgendwie zu gucken oder erzählen kurz. Also das wäre jetzt in dem Fall, würde man irgendwie sagen, ja vielleicht, also ich habe mich dann auf den Weg nach Hamburg gemacht. Ich hatte hier ein Strichchen gemacht, um die erste Seite. Ah, okay, entschuldige. Aber, nee, ist ja, die wurde sowieso weggenommen in der Zwischenzeit. Das ist traurig, Alter. Eine Seite geschafft, na toll. Und dann erzählen die halt vorweg und sagen, ja, also vorher ist das und das passiert, kurz gefasst, und jetzt bin ich auf dem Weg nach Hamburg und was da passiert. Ja, lese ich jetzt. Lese ich jetzt. Genau. Sollen wir nochmal weitermachen? Also ich habe jetzt, ursprünglich war wirklich abgemacht, ich habe 5 Leben und das ist jetzt ein bisschen die Überlegung, ob ich wenigstens diese 5 Leben in den 3 Seiten schaffe. Von mir aus. Ja, ist das okay für dich? Und danach würde ich, würd ich gerne, dass du nochmal vorliest aus dem Buch. Von mir aus. Worüber handelt das Buch? Ist es eine fiktive Geschichte? Ja, ich glaube ja. Ich lese, das kannst du mal hinten, oder warte mal. Es sind sehr schöne Kommentare hinten drin von ich glaube, die sind auch gefaked, alle, oder echt. Die sind jedenfalls super. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Ich bin jetzt laktoseintolerant. Danke für nichts, Gunnar Krupp. Etienne Gardet. Ja. Was kann dieser Tausendsasser Gunnar eigentlich nicht? Fesselnde Romane schreiben von Andreas. Clever, humorvoll und hochspannend bis zur ersten Seite. Ganz klar das beste Buch, das ich nie gelesen habe. Colin Gäbel. Teile dieses Buches werden die Bevölkerung verunsichern. Florian Harten. Wäre ich ein Buch, würde ich Absacker heiraten. Hannes Kersting, ja. War ja tatsächlich mal super. Ja. Ja gut, machen wir nochmal. Machen wir weiter. Also ich würde scheinbar gibt es ja Leute, die und das ist natürlich ein bisschen das Hintergrundziel bei Verlesen. Lesen macht echt Spaß. Lesen macht Spaß. Es ist wirklich gut. Und gute Bücher zu lesen, macht noch mehr Spaß. Ich habe aber auch die Erfahrung jetzt gemacht, dass das total stimmungsabhängig ist von einem selber, was für ein Buch, in welche Richtung das geht. Ja. Ich merke das immer am Urlaub bei mir, wenn ich lange zelte, lese ich Wikinger-Romane. Wikinger-Romane? Mhm. Mhm. Oder dieses Jahr Science Fiction. Drei Sonnen? Mhm. Gut. Drei Sonnen, aber nur den ersten Teil. Jetzt, habe ich mir Artemis gekauft. Artemis? Ja. Hatte ich immer im Warenkorb. Ich muss aber sagen, dass ich natürlich, ich lese Deutsch und ich weiß, das ist natürlich alles genau wie liest jetzt weiter. Okay. Sonst komme ich in Teufelsküche. Machen wir Buchclub. So, wir machen das weiter und lesen gleich nochmal WRSD und dann möchte ich aber auch, dass du nochmal liest. Ja. ein Fehler, ein Leben ist weg. Es verbleiben 4 Bücher von Absacker von Gunnar Krupp. Mal gucken. Da stand gerade, warum lest ihr denn Gunnars Buch? Weil wir selbst noch keins geschrieben haben. Exakt. So. So, weiter geht's. Wo war ich denn jetzt nochmal? Corsa oder Golf, genau. Von weitem sehe ich ein rotes Auto. Wahrscheinlich ein Corsa oder Golf. Der oder die Fahrer auf dem Weg zu einer größeren Familienfeier in einem Hamburger Vorort. Der linke Scheinwerfer ist dunkler als der rechte. Wie unglücklich, wenn alle mit dem Buffet auf das Ehepaar warten und am Ende rauskäme, dass der Bekloppte aus den Nachrichten ohne Skrupel in sie reingerast ist. Das miese Schwein. Es ist ein Corsa, älteres Baujahr. Zieht er mir vorbei, hätte sich auch nicht gelohnt. Durch das offene Beifahrerfenster dröhnt die Luft in meinen Ohren. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich in dem maroden Hallenmatt, Mann! Es ist zu schwer. Ja. Es ist zu schwer. Willst du mal ein bisschen Strecke machen? Hast du Bock? Klar, immer. Okay, vorlesen mag ich gerne. Immer. Wo waren wir denn? Oh, ist das klein. Oh, bin ich alt.
Brauchst du eine Lesebrille? Nein, auf gar keinen Fall. Durch das offene Beifahrerfenster dröhnt die Luft in meinen Ohren. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich in dem maroden Hallenbad neben unserer Schule mit meinem Körper viel zu schnell runter auf 3 Meter tauchen. Habe ich nie geschafft, aber so stelle ich mir das Gefühl vor. Der Kotzfleck im rechten Fußraum beinhaltet kleine, rosige Stückchen Frikadelle. Noch aus Eindhoven. Am nächsten Rasthof muss ich raus. Tanken. Den Wagen und mich. Mein Mundraum hat diesen pelzigen, säuerlichen Geschmack, der bei mir immer dann entsteht, wenn ich längere Zeit nichts getrunken habe. Mit mir rumzuknutschen würde ich gerade niemandem empfehlen. Ich führe den rechten Zeigefinger die Zunge entlang bis tief in den Rachen. Leichter Würgereiz. Ich muss aber weiterlesen. Leichter Würgereiz. Das Auto macht einen Linksschlenker. Um ein Haar hätte ich die Grasnarbe berührt. Mein Herz klopft. Der Fingernagel zieht wie ein Schneepflug eine fette Bahn Belag vor sich her, an den Lippen vorbei nach draußen. Ich drehe den beigen Talg zu einem kleinen Ball, schnippe ihn in das Erbrochene und wiederhole das Ganze noch 3 Mal. Ganz schön eklig. Auf einem Holzschild steht Gasthof Reuters, 5 Kilometer bis zu den leckersten Schnitzeln Brandenburgs. Klingt verlockend. Ich schaue auf die digitale Uhr. Eigentlich zu früh für so eine richtige Mahlzeit, aber bis zu meinem Ziel ist es noch weit. Mindestens 1¼ Stunden. Eine Reisetasche vom FC Barcelona liegt auf der Rückbank, 2 Trolleys im Kofferraum. Die Gänsehaut ist... Die Gänsehaut ist seit der Grenze mein ständiger Begleiter, zieht sich nur durch bekannte Lieder aus dem Radio wieder zurück. Gerade ist es Hey Jude von den Beatles. Ich tippe auf dem Lenkrad den Takt und der Moderator von Antenne Brandenburg unterbricht den Song mit der gleichen Stimme wie mein ehemaliger Mathelehrer. Der hieß aber im Gegensatz zum Moderator nicht Matthias, sondern Herr Töfs und war ein gescheiterter Idiot, wie eigentlich die meisten Lehrer, die man in seiner Schulzeit respektiert hat. Man wusste es nicht besser und dann trifft man sie Jahre später auf irgendeinem Schützenfest wieder und sieht, welchen lächerlichen Persönlichkeiten man damals so viel Respekt und Ehrfurcht entgegenbrachte. Hätte man das nur früher gewusst. Der Ingo, da liest er das runter. Während das Benzin aus der Zapfsäule in den Tank spritzt, grüßt mich ein südländischer Typ in Trainingsanzug und Adiletten. Wie der deutsche Basketballer Dennis Schröder hat er einen goldenen Streifen, wie man sagt, Dennis Schröder. Schröder. Hat er einen goldenen Streifen zwischen seinen schwarzen Kräuselhaaren. Ich erwidere nichts, werde stattdessen an die letzten Tage erinnert und wie vorsichtig ich noch vor 4 Stunden jede Geste mit einer paranoiden Penetranz zu interpretieren versucht habe. Boah. Vielleicht sollte ich mich einfach stellen. Krass. Ja, aber ey. Es ist Übungssache. Es ist, und man schnallt dann irgendwann auch, wo es anfängt und wo es hin soll. Das ist schon krass. Ich schreibe noch mal für euch hier, Absager, das waren kurze Ausschnitte, die allerersten 2 Seiten. Das waren die ersten, ja, jetzt schon ein bisschen mehr. Absage, Gunnar. Ja, jetzt schon ein bisschen mehr. Ja, es ist echt krass. Also Übungssache, du hast es auch gut betont. Das ist echt, echt schwer, ne? Also. Das ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie man das. Ich habe das Gefühl, weil ich das wirklich schon so lange mache und so lange schon Sachen vorlese in dem Sinne, dass ich irgendwie so eine Automatik habe mit so Reizwörtern oder sowas, wo es dann irgendwie Pling macht und ich weiß, aber okay, liest da du denn, ist es nicht so, ich habe mal den Tipp bekommen, auch was Moderieren angeht, dass man vorliest. Das heißt, dass die Augen eigentlich schon den Satz danach sehen, während die Sprache eigentlich erst, also das ein passiert bisschen, wie ein so ein bisschen Delay automatisch. Hat, ne? Das passiert ein bisschen automatisch. Matt Eagle, auch Hackepeter oder Hackepeter Schwein sind ein klassischer Bestandteil von kalten Platten bzw. kalten Buffets. Sie bestehen aus Matt mit entsprechender Garnierung. Für die traditionelle Zubereitung wird eine große Portion Mett in die Form eines Igels gebracht und mit hineingesteckten Salzstangen oder rohen geviertelten Zwiebelringen als Stacheln sowie Oliven oder ähnlichem als Augen und Nase dekoriert. Ja. Das ist echt, ich musste die Relativität. Oh, hier, Battletoads. Doppelt genäht hält besser. Im steten Kampf gegen das Böse hat die Battletoads-Clique einige Rückschläge hinnehmen müssen, sodass ihnen der Hersteller Tradewest mit der berüchtigten Double Dragons ein dynamisches Duo zur Seite stellt. Als schlagfertiges Quintett räumen die Mucki-Machos in 7 Levels mit egozentrischen Bösewichten auf. Im Gegensatz zu früheren Battletoads-Spielen wurde die Geschicklichkeitselemente auf ein Minimum zurückgeschraubt. Gnadenlose Faustkampf-Action bestimmt das Geschehen. In typischer Final-Fight-Manier stürzen sich eine Handvoll Gegner auf den Helden. Das Scrolling stoppt, bis der letzte Widerling in den Boden gerammt, weggeschleudert oder ausgenockt wurde. Gelegentlich sammelt der Spieler das Bein eines zertrümmerten Roboter-Walkers auf und Aber hast du das gemerkt? Hast du das gemerkt? Du befindest dich auf sicherem Terrain. Ja. Weißt du, und das meine ich, das hat damit zu tun. Also das der Inhalt meinst du? Hat ja, inhaltlich damit zu tun, warst du viel näher irgendwie da dran. Hier weißt du nicht, was passiert, da weißt du nicht, was kommt. Aber da weißt du, worum es geht in dem Ganzen. Und das meine ich, da ist irgendwie, ist man in sich drin. Neuronal so, irgendwie. Ja, genau. Was ist mit Englisch? Ist überhaupt nicht meins. Echt?
Gar nicht. Gar nicht. Schnall ich keine, keine Bögen. Meine Aussprache ist mies. Also ist einfach so. Ich habe Gino jetzt noch nicht erreicht, aber ich glaube, das ist okay, wenn wir hier mal draus vorlesen. Also Dungeons & Workouts kennt ihr alle. Ist die GoPro inzwischen wieder da eigentlich? Oder ist, glaube ich, das Signal ist weg? Das gibt's halt auch auf Englisch. Ja, wie schön. Und Englisch ist halt echt knallhart, ey. Also ich kann das nicht. Nee? Nee. Weil ich mir viel zu unsicher bin, wie das überhaupt ausgesprochen wird und sowas. Ich meine, so in diesem Extremsportkram, diese Tricks, ne, das weiß ich auch seit 100.000 Jahren. Da weiß ich, wie die heißen, das kann ich auch machen. Aber when we choose the exercises, we made sure that all major muscle groups would be activated. Mhm. Some muscle groups are best worked to complete all the exercises at home without, keine Ahnung, auxiliary devices other than. Da komme ich über sechste Klasse nicht hinweg, siebte. Englisch ist auch echt nochmal richtig hart, ne? Also finde ich auch. Das wäre dann Mandarin oder Französisch ist super, kein Ding. Ja, aber das Englisch niemals. Ja, können wir vielleicht später nochmal ausprobieren. Ich würde gerne nochmal die WASD probieren. Ist eh eine Empfehlung an alle Leute. Jetzt ist natürlich hier alles grau und grau hier bei uns. Ich nehme mal das Weiße. Das ist Ausgabe 9. Wir sind inzwischen bei Ausgabe 13. Können wir mal kurz auf die Seite springen, weil das ist wirklich was Games, Literatur angeht. Das ist ein geiles Sammelsurium. Sehr viele bunte Autoren. Das macht sehr viel Spaß. Mhm. Also das geht schön in die Tiefe. Und daraus würde ich auch gerne was vorlesen. Einfach mal so. Da was haben die dir gesagt? 20 Seiten für drei Bücher oder wie? Wir dürfen drei Ausgaben, es ist der Preis. Okay. Und es gab ein paar Empfehlungen, sagen wir so, die wir vorlesen können. Die sind auch unterschiedlich. Der Christian Schiffer, der das Ganze hier ins Leben geführt hat, mit mir vorhin noch telefoniert, der hat zum Beispiel diesen Artikel hier vorgeschlagen, No Risk, No Fun, aber die GoPro ist leider weg. Naja, ist nicht so. Aber wie jetzt mit, was hauen wir denn jetzt an Gunnar-Büchern raus? Wir haben uns ja jetzt gar nichts gehalten. Ja, keine Leben, wir sagen Gunnar einfach, ja, du hast auf den 15 Seiten dich viermal verlesen. Das setzt ihn auch unter Strom für seine Lesung und viermal verlesen, vier. Ist das realistisch? Können wir ihm nicht einfach sagen, ich habe das wirklich mit Bravour bis Seite 133 geschafft oder sowas? Ach, 133 ist zu unrealistisch, ne? Klingt so ein bisschen, ein bisschen gemacht. Ich würde dann sagen, mit Bravour bis Seite 27. Das reicht. Das reicht. Da wird er auch gemacht fallen. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, ich versuch's nochmal mit der WASD 10. Und du liest, du kannst dir hier schon mal auf jeden Fall vorne im. Ich kann mir einen Artikel vorne raussuchen, ne? Der mich irgendwie an. Das kannst du machen. Und wenn du merkst, ich verspreche mich, egal wie, dann mach einfach ein Map oder mal mir hier irgendwie ein Teufelszeichen oder sowas hin. Das kannst du auch machen hier. Ein Teufelszeichen. Ja, ich fange an. Auch diesen Text habe ich vorher noch nie gesehen. Es ist die WASD Ausgabe 10 mit dem großen Thema Game Over, Videospiele und der Tod. Und dieser Artikel wurde mir empfohlen. Er heißt No Risk, No Fun von Rainer Siegel. Ja zu Permadeath. Eine falsche Entscheidung, ein Schritt zu viel, tot. Zurück zum Start. Safe Game gibt's nicht. Permadeath ist für viele ein Skandal. Für andere wiederum ist er ein Rausch, der Ernsthaftigkeit und Bedeutung ins Spiel bringt. In Ronin, der bereits 1983 erschienenen Graphic Novel des erst bedeutend später zum Kultautor und noch später zum Profo... Fuck! Nett. Ja, komm, ich hab drei Leben, ich versuch's nochmal so. Ja. Boah. In Ronin, der bereits 1983 erschienenen Graphic Novel des erst bedeutend später zum Kultautor und noch später zum protofaschistischen Erzreaktionären gewordenen Frank Miller, wird eine Parabel erzählt. Wenn du dich auf einer Klippe wiederfindest, gefangen mit einem hungrigen Tiger über dir und einem hungrigen Tiger unter dir und du zufällig eine Erdbeere siehst, die zu deinen Füßen wächst, pflücke sie, beiß in sie hinein und schmecke sie. Es ist kein Zufall, dass sich unsere Sinne in Momenten höchster Gefahr bis ins fast Übermenschliche schärfen. Gefahr, vor allem jene, die unser Leben bedroht, lässt die Farben erblühen und unser Selbst und der Welt bewusster werden, nagelt uns ins Hier und Jetzt, wie es sonst kaum jeder Fall ist. Unsere Sinne sind geschärft, um unser Überleben zu sichern, unsere Aufmerksamkeit fokussiert sich, um den Tod zu entgehen. Keine Erdbeere schmeckt süßer als jene, die im Angesicht des Todes gepflückt wird. Es ist einer jener Drogentrips, den uns unser Körper gratis frei Haus liefert. Und wenn wir überleben, brennt sich genau dieser Moment auf ewig in uns ein.
Dass es in Videospielen einen eigenen Begriff für den unwiderruflichen Tod gibt, Permadeath, sagt schon einiges. Immerhin reicht in der realen Welt der nackte Begriff Tod dafür aus. Doch auch der Permadeath ist nur ein lächerlich harmloser Abklatsch dessen, was jeden Einzelnen von uns am Ende seines Lebens erwartet. Der Tod im Spiel ist, wie in dieser Ausgabe der WASD wiederholt angemerkt, ein vorübergehendes Ärgernis anstatt eines Endes und auch seine verschärfte permanente Form, wie sie sich aus der Tradition des Fuck. Aus der Tradition des Fuck. Wie es sich aus der Tradition des Fuck. Ist aber auch ein komplizierter Text. Ist ein sehr komplizierter Text. Ist schon, also das ist ja auch das, wie lang ist ein Satz, was kommt da noch rein, wie was, also das hilft ja auch, wenn du am Anfang weißt, der Satz geht irgendwann zu Ende und das macht auch, finde ich, Stilllesen, also ein Romanlesen, anstrengend, wenn die Sätze nicht auf den Punkt kommen. Also ich merke immer mehr, dass ich am liebsten selber Sachen lese, die klar und bündig sind und ich irgendwie diese, ich muss nicht alles wissen. Also ich muss nicht wissen, da geht jemand die Straße runter, die Regentropfen sahen aus, das Öl, was sich darin spiegelte, wirkte so, als ob da und da, hier und da und die Taube daneben machte ein durrendes Sonstiges und du hast halt irgendwie und du denkst ja, ich hab's verstanden. Da war Gunnars Schreibweise wesentlich angenehmer, ne? Sehr kurze Gedankenblitze. Und hier ist natürlich viel Information reinkriegen und auch bewusst natürlich einen intelligenten Text schreiben wollen. Auf jeden Fall. Das ist ja auch. So, wenn ich es schaffe, noch bis zum Ende zu lesen, dann weil das, wo bist du jetzt? Ich bin erst hier. Ich bin ungefähr bei der Hälfte. Aber der Kreis ist groß im Moment. Ja, exakt, ja. Ja, komm, ich versuche das nochmal zu Ende zu lesen. Mach das. Okay, danke sehr. Ja, klar. Kein Problem, hey. Boah, aber das sind echt lange Sätze. Ja. Ich fühle mich erinnert an mein Philo-Studium. So. Der Tod im Spiel ist, wie in dieser Ausgabe der WASD wiederholt angemerkt, ein vorübergehendes Ärgernis anstatt eines Endes und auch seine verschärfte permanente Form, wie sie sich aus der Tradition der Roguelikes in vielen Genres verbreitet hat, hat nichts von Ewigkeit. Dennoch ist Permadeath ein Tanz am Abgrund. Die ignorant als sauertöpfisch missverstandene Aufforderung Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst, bedeutet schließlich im Gegenzug ja auch und vor allem das Leben wahrzunehmen. In einem Medium, in dem Kundenbefriedigung das oberste Gebot ist, ist aber der Verlust von Spielfortschritt, Charakter, Gegenständen und letztendlich Lebenszeit schon Skandal genug für manche Spielerinnen und Spieler. Permadeath sehen sie als eine aus der Arcade-Spiel... Scheiße, hätte ich mal weiter geredet. Ja, hart. 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 Ist das, glaubst du, sowas ist interessant? Also ich habe Spaß daran, ich finde das interessant, aber glaubst du, so ein Format findet Anklang? Weiß ich halt nicht. Vorlesen ist echt schon speziell. Also ich glaube, sowas, ja, das ist speziell, aber ich glaube, es findet Anklang, wenn man im Vorfeld Bücher aussuchen lässt. Wie jetzt? Zum Beispiel, wir wollen die Leute fragen, was sie hören wollen. Mhm. Und da kann ja alles bei sein. Da kann ja auch, was weiß ich, Drache Kokosnuss dabei sein. Da kann ja auch Drache Kokosnuss. Da kann ja aber auch ein Klassiker dabei sein, wie irgendwie Frankenstein oder irgendwie sowas, wenn man sagt, irgendwie es geht einfach auch darum, dass man weil Vorlesen ist ja auch immer noch mal was anders hören. Mhm. Und wenn man dann sagt, so auch so bei Klassikern oder sowas, wo man jetzt nicht mehr nach den Rechten fragen muss, sondern wo man sagt, jetzt Bram Stoker ist jetzt 100 Jahre tot oder was weiß ich, da kann man mal, da kann man Dracula mal lesen, Originalteile, 5 Seiten davon und dann die so aufbaut, dass man vielleicht Musik dazu macht oder irgendwie was, so ein bisschen was macht, kann ich mir vorstellen, das ist, weil im Endeffekt möchte jeder was vorgelesen kriegen, immer. Ja, stimmt. Sehr viel. Komm, liest du mal. WASD, Ausgabe Nummer 9. Oberthema ist Once Upon a Time. Es geht um Geschichten erzählen, deswegen ist das eigentlich sogar ganz passend. Nein, so zwischen Plug and Play, Rückkehr auf das Holodeck, über die Zukunft des Erzählens. Was meinst du? Weiß ich nicht. Erwachsen werden in Computerspielen. Ja. Eine neue Heldenkategorie erobert virtuelle Welten, der Alltagsheld. Das klingt doch ganz nach... Von Marco Pütz.
Storytelling in Computerspielen bedeutet immer noch erstaunlich oft, die Welt vor dem Untergang zu bewahren oder den immerwährenden Kampf zwischen Gut und Böse auszufechten. Aber es gibt auch die kleinen Geschichten, die unprätentiösen und zärtlichen, mit jungen Heldenfiguren, die nicht allmächtig sind, die Schwächen haben und sich entwickeln dürfen. Heißen wir Max, Sam und Ethan willkommen. Hello, Everyday Hero. Erwachsen werden in Computerspielen. Wir befinden uns im Prolog von Life is Strange. Regen und Wind peitschen unserer Heldin Max ins Gesicht. Etwas orientierungslos stolpert sie durch die Natur, bis der Lichtkegel eines nahegelegenen Leuchtturms die Dunkelheit zerreißt. Dorthin steuere ich Max, um Schutz zu suchen vor dem Unwetter. Doch es wird noch ungemütlicher. Ein gigantischer Tornado droht, das Küstenstädtchen Arcadia Bay wegzufegen. Okay, mal wieder Apokalypse, schießt es mir durch den Kopf, dann Ablende. Max erwacht in ihrem Klassenraum. Alles nur geträumt? Mitnichten und irgendwie auch doch. Das Ende der Welt steht unmittelbar bevor. Zumindest sollen wir das glauben. Mal mit dem Holzhammer vorgetragen, wenn es tote Vögel regnet oder die Sonne hinter einer schwarzen Mondscheibe verschwindet. Mal ironisch gebrochen in Form von Plakaten, die zur extravaganten End-of-the-World-Party einladen. Aber eigentlich, und da verrate ich wohl nicht zu viel, ist die ganze abgedroschene Weltuntergangsthematik der berühmte rote Hering, die Nebelkerze, die vom tatsächlichen Thema ablenken will. Alltagshelden mit Superkräften. Einen ersten Vorgeschmack auf dieses ist ein bisschen bekommen gemein. Wir direkt im Anschluss. Max erwacht aus ihrer Tornado-Vision und ist noch ein bisschen neben der Spur. Das nutzt Kommilitonin und Bully-Queen Victoria aus und macht Max vor der ganzen Klasse lächerlich. Gekicher im Hintergrund. Niemand steht uns zur Seite, auch nicht der ach so hippe und eloquente Dozent Mr. Jefferson. Wir erleben diesen kurzen Moment der Hilflosigkeit, der Demütigung. Und es macht zum ersten Mal Klick. Hier geht es nicht nur darum, die Welt von ihrem Untergang zu erlösen, befreien. Darum geht's dann weiterzulesen. Dann merkt das nämlich keiner. Ja, das ist dein Geheimnis, ey. Ja. Genau, etwas anderes sollten wir meistern. Den Alltag eines durchschnittlichen Mädchens in der nordamerikanischen Provinz. Also verlesen kann man sich immer. Ja, es ist auch lustig. Es ist lustig, finde ich. Es ist lustig, wenn man selbst sich dabei ertappt, gerade einen Fehler gemacht zu haben. Dieses Verlesen ist, wenn man diese Regel dazu setzt, dass man es eigentlich nicht darf, da haben wir im Vorfeld ja auch drüber gesprochen, dann macht es das eigentlich schwieriger, weil man verliest sich selbst nicht, wenn man im Stillen liest. Das ist genau, hängen geblieben. Genau. Das hast du mir gesagt, wenn man sich selber vorliest, ohne natürlich laut vorzulesen, dann verliest man sich halt nicht. Ja. Das Gehirn macht es nicht. Meine aufregendste Vorlesesituation war tatsächlich, und das will ich eher auch nochmal als Tipp angeben, Folge 300, Game One, ja, Folge Hardcore. 300, die ohne Schnitt, komplett ohne Schnitt, was für mich halt hieß, es haben sich, ich weiß nicht, gefühlte 500 Leute bemüht, alles da gleichzeitig im zeitlichen Ablauf von hier nach da zu tragen und dies und das zu machen. Aber du musstest dich mitbewegen. Ich kam ja nur angereist. Ich war ja zu dem Zeitpunkt gerade für die paar Tage nicht in Hamburg, kam dann angereist, bekam den Text und wir haben vorher einen Probedurchlauf gemacht und Trant hat mir immer gezeigt, dann gehst du dahin, jetzt musst du dahin und dahin und dann setzt du dich wieder dahin. Und dann hieß es, ne, jetzt wird aufgezeichnet und dann wusste ich, wenn ich mich jetzt verlese, dann ist diese Folge im Arsch. Wenn alle da mit dem, da hatten wir diesen wunderbaren Absurditätsknopf auch, ne? Der dann live ausgespielt wurde, da, genau. Ja, komm, ey, das ist wirklich krass. Also wer das noch nicht gesehen hat, das war spannend, wie ich es kann's einfach mal laufen. Das war echt ganz, ganz toll auch. Ja. Und eine Folge Game One am Stück ohne Schnitt, aber das ist Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist Game One! Oh. Ist immer noch gut, ne? Ist immer noch gut, ich find's super. Oh, hallo! Kleine kreative Differenzen. Und das ist ja das, was ich meine. Da haben so viele Leute so viel Kram gemacht, bevor ich schon mal überhaupt dran war. Wenn ich mich da beim ersten Dings schon verlesen hätte, wäre dieser ganze Vorlauf schon mal für den Arsch gewesen. Und wir haben, glaube ich, drei gemacht. Zwei haben wir gemacht. Zwei? Wir haben nur zwei Durchgänge gemacht. Meine ich. Ich bin der Meinung, wir haben tatsächlich drei gemacht und ich habe mich beim dritten, beim letzten einmal kurz verlesen. Was aber, glaube ich, nur ich gemerkt habe. Ja, sehr. Weil ich so weitergemacht habe. So. Also, wir springen noch weiter, bis man dich jetzt nochmal sieht. Ja, aber das war echt. Ach, Destiny ist der erste Beitrag, ne? Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber das war da mit dem Ding.
Und da wusste ich, jetzt muss ich liefern. Und dann hat mir Trant halt ein Zeichen gegeben, wann es losgeht, weil ich ja normalerweise mich eben auch am Bild orientiere. Gentlemen, bitte alles aussteigen, der Hype-Train hat die Endstation erreicht. Destiny ist endlich draußen und die ganze Welt streitet sich. Aber da bin ich auch total stolz drauf, ne? Das finde ich halt echt. Oder doch nur eine riesige Geldverschwendung. Das hast du in der VR-Folge hast du das eigentlich ein bisschen auch so gemacht, ne? Ja, also, stimmt. Das war die Fortsetzung davon, aber das war in dem Sinne nicht so komplett am Stück, weil Colin da auch meinte, wir hätten die Möglichkeit in den Blöcken. Also da ging es halt darum. Du kannst es noch rausnehmen. Man könnte noch Blöcke irgendwie machen, also so, aber im Grunde war es schon auch so gedacht. Oh Gott, es ist doch toll. Ich finde das voll geil. Ich finde das super. Unter dem wilden Bombardement an Gegnern, Moves und Specials steckt zum Glück ein sehr solides Fundament. Zahlreiche Fern- und Nahkampfwaffen lassen sich Kombos verbinden. Ja, super. Specials wie der Umbran Climax oder Torture Attacks hauen ordentlich rein. Die Text hattest du aber vorher schon auch bekommen, nee. Ne? Auch nicht? Nein. Alter, das ist lächerlich, echt? Ja, hab ich ja da in die Hand gedrückt bekommen, nicht vorher. Ich bin halt angekommen, bitte, ja. Und aber das, ja, es ist Übungssache und das ist, für mich war da halt nur irgendwie völlig neu, das unter dieser Art von Druck zu machen. Weil wenn ich im Studio bin, habe ich natürlich nicht den Druck, wenn ich es verkacke, ja mein Gott. Ja. Und dass ich halt einen Blog auf Bild lesen kann, das weiß ich jetzt seit ein paar Jahren so. Und da war es nur halt einfach dieses Ganze drumherum, dass du halt gesehen hast, hier hinter der Kamera sind jetzt einfach ganz viele Leute, die sich auf diese nächste gespielte Szene vorbereiten und irgendwie 1000 Sachen machen und du weißt halt einfach, okay. Ja, super. Oh Gott, hier haben wir noch eine Fahrt gemacht. Ja, genau, Fahrt runter. Das können wir uns auch noch ganz kurz angucken, weil, also wer das nicht gesehen hat, hat schon echt Spaß gemacht. Ich war super. Da haben wir einfach das Ding an einem Seil aus dem Fenster rausgehängt. Da hat irgendjemand gesagt, in den Kommentaren nachher irgendjemand gesagt, da war doch ein Schnitt. Echt? Also an der Stelle, wo ich dann denke, das ist doch nun echt Quatsch. Also, das ist doch echt Quatsch, ey. Also, das ist doch nur echt Blödsinn. Warum denn gerade an der Stelle? Und jetzt kommt noch Thüringer Klöße. Thüringer Klöße, das ist alles. Ach Gott. Ja, aber ist schön. Oh Mann, ey. Ja, gut. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir gehen wieder zurück zu Verlesen. Aber das alles, Verlesen ist als Idee gedacht, um genau dieses Thema, dieses Handwerk des Vorlesens, des Einsprechens, auszuprobieren, zu gucken, was man besser machen kann, was nicht. Ich fände es auch tatsächlich, wenn ich das nur sagen kann, tatsächlich spannend, wenn man sagt, man sucht jetzt nicht unglaublich komplizierte Sachen, sondern ruhig irgendwie auch Klassiker gerne irgendwie was oder Märchen oder sowas und sagt, man liest das oder Balladen oder irgend so ein Kram und macht dann halt irgendwie noch ein bisschen Atmo dazu und dann ist derjenige gefragt, was gibt's denn? Es gibt doch so schöne Den Erlkönig habe ich. Die Füße im Feuer oder irgend so ein Kram, ne? Wo man dann irgendwie zwei Füße zucken in der Glut, kennst du nicht? Nee. Das kenne ich nicht. Wie fängt das noch an? Der Donnergrollt. Da gibt's so schön lautmalerische Worte. Das ist ja auch immer, lautmalerische Worte kann man sich ja auch rausnehmen. Hm, das stimmt. Das heißt, die beschreiben ja das, was es ist. Es blitzt. Hm. Ne? Ja, verstanden. Habe ich verstanden, ja. Donnert. Es mieft. So. Ja, ey, kann man schon machen, ey, die deutsche Sprache macht Spaß. Ja, auf jeden Fall. Hier, Heinz R. hat die Made. Die Made, ja. Das kann Simon in- und auswendig. Immer wenn er irgendwie gefragt wurde, mach mal einen Soundcheck, erzähl mal, was du gefrühstückt hast. Er hat nicht gesagt, eine Banane oder ich habe nicht gefrühstückt. Er hat gesagt, immer, hinter eines Baums immer. Das ist echt, echt verrückt. Es gibt, ich habe leider noch einen zweiten Thread aufgemacht, chemische Synapsen. Oh, von Viva la Vendredi. Im Forum können wir noch mal kurz reingehen. Also ich habe das noch mal aufgemacht. Vielleicht einmal zum Warmmachen. Dann würde ich gerne noch einen Text versuchen. Auf jeden Fall. In einem Synapsen-Endknöpfchen führt das eintreffende Aktionspotenzial schon während der Depolarisationsphase. Auch schon scheiße, ne? Depolarisationsphase. Neben der kurzzeitigen Öffnung vom Natrium und etwas verzögert auch von Kalium-Ionen-Kanälen zur vorübergehenden Öffnung spannungsaktiver Calcium-Ionen-Kanäle und damit zu einem kurzdauernden Calcium-Ionen-Einstrom. Das intrazellulär erhöhte Calcium bewirkt innerhalb weniger Millisekunden die Ausschüttung eines Betonstoffs. Beton. Knallhart, ey. Synaptischen Spalt.
Im Endknöpfchen wird dieser Neurotransmitter in besonderen synaptischen Bläschen vorrätig gehalten und nahe der Zellmembran in Die nächste Kunst ist ja auch, dass man das, was man vorliest, auch noch auch versteht. Ja, da hat jemand original ins Forum auch reingeschrieben. Nette Idee, aber es fehlt noch was. Und es gab die Zusatzidee, daraus auch noch ein Quiz zu machen. Das heißt, man macht das, man bettelt sich, man liest es sozusagen einmal auf Fehler, ob man sich fair liest. Und danach kannst du aber wieder Punkte zurückgewinnen, wenn du ein Quiz danach machst. Verstehst du? Das heißt, wir würden unabhängig voneinander würden wir erstmal einen Text vorlesen, den gleichen. Und würden dabei Leben verlieren, wenn wir uns verlesen. Ja. Und am Ende, wenn du aber noch eine Frage richtig beantwortest, kannst du auch Punkte wieder zurückgewinnen. Nee, ich fände es dann eher interessanter, Fragen an die Zuhörer zu stellen, weil darum geht's. Es ist ja beim Vorlesen letztendlich nicht so wichtig, ob ich das wirklich alles verstehe. Mhm. Ich will jetzt keine Geheimnisse verraten, aber ich bin jetzt kein wahnsinniger Games-Spezialist, aber ich höre mich so an. Das stimmt. Ja, aber komm, ey, alleine, ist doch, es gibt auch dieses Muscle Memory, weißt du? Das heißt, wenn dein Körper immer wieder Sachen macht, dann merkt er sich das. Ja, das ich meine, du hast jetzt wirklich 15 Jahre Videospiele in dir drin. Eigentlich ja. Jedenfalls wollte ich sagen, es ist dann doch viel interessanter, wenn ich es vorgelesen habe, wenn ich jetzt irgendwie einen Klassiker vorlese und ich nach 3 Seiten frage, wie hieß denn der Cousin von dem und dem? Oder was hat denn, mit was für einem Gefährt sind die denn da hingefahren? Und mir das dann die Leute beantworten können, dann habe ich es ja so vorgelesen, dass sie es begriffen haben. Dass sie zugehört haben. Aber das muss man da tatsächlich wirklich eigentlich vor Publikum machen. Das geht ja nicht über den Chat. Also das funktioniert ja nicht. Kommt drauf an, wie viele da zugucken. Jawohl, wenn wir, ja, später, dazu müssen wir unsere Internetseite, unsere Phase 3 erreichen, glaube ich, dann geht das. Ich habe noch einen anderen Text bekommen, der Christian Schiffer, der Herausgeber der WASD, der das Ganze organisiert, der meinte, das ist auch ein ernsterer Text. Auf der anderen Seite, es geht um den Tod, ist bei Heft Nummer 10 geht es auch um den Tod und das ist im Prinzip ein Nachruf zu Hanse Kunkel, also wirklich einem Autor. Mhm. Und ich habe das noch nicht gelesen. Und er meinte aber auch, das wäre eigentlich auch, er hätte es sonst nicht abgedruckt. Also das würde auch seinem Humor treffen, etc. Das ist schon mal was anderes. Also er hat mir verschiedene Texte empfohlen, ohne zu tief reinzugehen. Und ich habe das auch mit ihm besprochen und nochmal nachgefragt, ob das vielleicht blöd kommen könnte. Ich kenne den Kollegen tatsächlich auch nicht. Also weiß ich nicht. Aber es ist halt ein... Ich mach das jetzt einfach. Ich probier's mal. So. Lies mal einen Text von 333. Habe ich auch gerade gesehen. Ja, okay. Play hard. Sterben tun wir in Computerspielen zwar andauernd, doch manch ein Tod brennt sich förmlich ein in unser Spielergedächtnis. Hier kommen 3 Geschichten, die der Computerspieltod schrieb. Erstmal Nachruf. Wir trauen um unseren lieben Kollegen Herrn Hanse Kunkel, der am 1. März 2000 durch die tragische Detonation einer außerirdischen Bombe sein Leben verloren hat. Hans war stets das Herz unseres Teams. Wenn er mal wieder einen vor ihm stehenden Sektoiden verfehlte und stattdessen unseren fabrikneuen Panzerschrottreif schoss, zauberte er selbst dem abgebrühtesten Veteran ein Lächeln ins Gesicht. Bei den neuen Rekruten war er beliebt, denn seine regelmäßigen Panikausbrüche motivierten sie, im Angesicht des extraterrestrischen Terrors nicht die Nerven zu verlieren. Wir bedauern sehr, ausgerechnet ihm einen experimentellen Blaster anvertraut zu haben. Unsere Wissenschaftler hatten die Alien-Technologie gerade erst erforscht und einen einzelnen Mutone, der sich in einer verlassenen Scheune versteckt hielt, schien uns ein sicheres Ziel. Wir haben nicht mit der Potenz der Waffe gerechnet. Hans Leichnam konnte zum Glück aus dem entstandenen Krater geborgen werden. Unsere Gedanken sind nun bei Familie Gunkel, insbesondere bei Helga Gunkel, Hans' geliebter Zwillingsschwester. Ihre Bewerbungsunterlagen wurden bereits gesichtet und wir freuen uns, sie bald als neue Rekrutin in der Truppe begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass sie das Lachen zurück in der Skyranger-Truppen an Transporter bringen kann. Der Blaster ihres Bruders liegt schon für sie bereit. Die Kameraden aus XCOM Hauptquartier 3, Antarktika. Gut, habe ich das wohl nicht verstanden. Hatte ich wohl vorher nicht verstanden. Fand ich aber jetzt tatsächlich umso lustiger. Hab ich wohl. Dieser Vorgang, der auch Exozytose genannt wird, wird erst durch die Konformationsänderung von kalziumbildenden Proteinen möglich, insbesondere von Synaptotagminen. Sie stoßen die Bildung eines Proteinkomplexes aus SNER-Proteinen an, aus einem Synaptovibrin. Brevin in der Vestikelmembran einerseits sowie andererseits in der Zellmembran, um einem Syntaxin und 2 SNAP-Proteinen, der die
Fusion bei der Membrane erlaubt. Ja, weitere Proteine sind dann daran beteiligt, die Öffnung des fusionierten Vesikels nach extrazellulär zu verlanden. Alter! Wie beispielsweise Komplex. Oh, ist das schwer? Ja, mal gucken. Also ich habe Spaß dran. Ich finde es auch gut. Ich bin ja, sonst hätte ich ja diesen Beruf wahrscheinlich auch nicht, wenn ich das nicht mögen würde. Englisch ist halt nochmal was anderes, würde ich gerne probieren. Mein Lieblingsgedicht der von Panther. Rilke. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorgang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Du hast aber Vorgang gesagt, nicht Vorhang, ne? Also das ist ja schon auf dem Fehler gewesen. Was habe ich gesagt? Vorgang. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille. Ja, Vorgang habe ich gesagt, ist das so? Allgemeine Vorbemerkung von Katagoroshi. Der Flughafen Berlin-Schönefeld wird zum Flughafen BER ausgebaut. Die Planfeststellungsbehörde hat im Planfeststellungsbeschluss Ausbau Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld PFB vom 13. August 2004 umfangreiche Auflagen zur Vermeidung und Minderung des Fluglärms verfügt. Mit dem Planergänzungsbeschluss Lärmschutzkonzept BBI vom 20. Oktober 2009 wurden die Entschädigung der Außenwohnbereiche und die Auflagen zum Nachtschutz neu geregelt. Zur Erfüllung der Auflagen aus dem Planfeststellungsbeschluss und dem Planergänzungsbeschluss zum passiven Lärmschutz, Entschädigung Außenwohnbereiche, allgemeiner Lärmschutz, Nachtschutz, Schutz besonderer Einrichtungen, wurde das Schallschutzprogramm BBI, SSP BBI aufgelegt. Die Auflagen zum allgemeinen Lärmschutz und zum Nachtschutz besagen unter anderem für Wohnräume, Büroräume, Praxisräume und sonstige nicht nur vorübergehend betrieblich genutzte Räume im Tagsschutzgebiet sind geeignete Schallschutzvorrichtungen vorzusehen. Das Tagsschutzgebiet umfasst das Gebiet, das von der Grenzlinie eines für die Tagstunden 6 Uhr bis 22 Uhr der 6 verkehrsreichsten Monate ermittelt, energieäquivalenten Dauerschallpegels von 60 Dezibel außen umschlossen wird. Oh. Ja, aber das ist auch Notare und Alter, wie schnell die lesen, oder? Wie schnell die lesen, aber wie wenig du davon schnallst, weil es auch einfach runterrattert. Es wird einfach runtergerattert, weil es erwähnt werden muss. Und es sind teilweise wichtige Sachen, die du aber gar nicht mitbekommst, weil das einfach an dir vorbei rauscht. Aber wirklich, ne? Ja. Ach komm, den machst du noch hier. Mehr als ein halbes Jahrzehnt lang war der Undertaker der unumstrittene Publikumsliebling der WWF-Fangemeinde, bis er in der Spätphase der Fehde mit Kane und Steve Austin seine dunkle Seite zum Vorschein brachte. Doch was die Zuschauer dort gesehen hatten, sollte nur ein Vorgeschmack sein. Im Jahr 1999 formte der Deadman die Ministry of Darkness, eine Gruppierung, welche die Liga auf nie dagewesene Weise terrorisierte, bis es mit ihr ein bizarres Ende nahm. Die Genese der Ministry begann Ende des Jahres 1998. Farouk und Bradshaw, die kurz zuvor von dem früheren Truth Commission-Führer Jekyll zu einem Tag-Team-Tag. Ah! Tag-Team. Das ist super, ey. Das ist super. Das kam von Mo Morrison. Ach Gott, ey. Chili-Tester. Kürzlich wurde mein Freund Edgar die Ehre zuteil, als Ersatzpunktrichter bei einem Chili-Koch-Wettbewerb zu fungieren. Der ursprüngliche Punktrichter war kurzfristig erkrankt und er stand gerade in der Nähe des Punktrichtertisches herum und erkundigte sich nach dem Bierstand, als die Nachricht über die Erkrankung eintraf. Die beiden anderen Punktrichter, beide gebürtige Texaner, versicherten ihm, dass die zu testenden Chilis nicht allzu scharf sein würden. Außerdem versprachen sie Freibier während des ganzen Wettbewerbs und Edgar dachte sich wohl, prima, los geht's. Hier sind die Bewertungskarten, die die einzelnen Richter ausfüllen mussten. Chili Nummer 1, Mike's Manic Mobster Monster Chili. Richter 1, etwas zu Tomaten betont, amüsanter Kick. Richter 2, angenehmes, geschmeidiges Tomatenaroma, sehr mild. Edgar, ach du Scheiße, was ist das für ein Zeug? Damit kann getrocknete Farbe von der Autobahn lösen. Ich brauchte 2 Bier, um die Flammen zu löschen. Ich hoffe, das war das Übelste. Diese Texaner sind echt bescheuert. Chili Nummer 2, Arthurs Nachbrenner Chili. Richter 1, rauschig, mit einer Note von Speck, leichte Peperoni-Betonung. Richter 2, aufregendes Grillaroma, braucht mehr Peperonis, um ernst genommen zu werden. Edgar, schließ dieses Zeug voll Kinder weg, ich weiß nicht, was ich außer Schmerzen hier noch schmecken könnte. 2 Leute wollten mir erste Hilfe leisten und schleppten mehr Bier ran, als sie meinen Gesichtsausdruck sahen. Du bist dran. Super. Chili Nummer 3, Freds berühmtes Brennt die Hütte nieder Chili. Richter 1, exzellentes Feuerwehr-Chili. Mordskick,
bräuchte mehr Bohnen. Richter 2, ein bohnenloses Chili, ein wenig salzig, gute Dosierung, roter Pfefferschoten. Edgar, ruf den Katastrophenschutz! Ich habe ein Uranleck gefunden! Meine Nase fühlt sich an, als hätte ich rohrfrei geschnieft. Inzwischen weiß jeder, was zu tun ist. Bring mir mehr Bier, bevor ich zünde. Die Barfrau hat mir auf den Rücken geklopft. Jetzt hängt mein Rückgrat vorne am Bauch. Langsam kriege ich eine Gesichtssehung und ein ganzes Bier. Das ist so gut, ey. Das ist echt gut. Das ist ja sehr gut. Chili Nummer 4, Baba's Black Magic. Richter 1, Chili mit schwarzen Bohnen und fast ungewürzt. Enttäuschend. Richter 2, ein Touch von Limonen in den schwarzen Bohnen. Gute Beilage für Fische und andere milde Gerichte. Eigentlich kein richtiges Chili. Edgar, irgendwas ist über meine Zunge gekratzt, aber ich konnte nicht schmecken. Ist es möglich, einen Tester auszubrennen? Sally, die Barfrau stand hinter mir mit Biernachschub. Die hässliche Schlamme fängt langsam an, heiß auszusehen. Genau wie diese radioaktive Müll, den ich hier esse. Kann Chili ein Aphrodisiakum sein? Oh Gott, ey. Also es ist noch mal krasser, ne? Also noch mal vorlesen mit Rollen und bla bla bla. Das ist ja auch das, was Hauke bei Pen and Paper eigentlich auch echt sehr, sehr gut beherrscht. Dieses instant in Personen reinspringen, ne? Das Meisterwerk des Ganzen ist ja tatsächlich diese ganzen Harry Potter-Dinger von, wie heißt der noch? Cold Mirror? Nee, der Harry Potter vorgelesen hat als Hörbuch. Der hat einfach Rollenverteilung gemacht. So. Und das über, was weiß ich, wie viel durchgehalten. Egal, jedenfalls, das hab ich mitbekommen. Lest mir. Und mir hat das Spaß gemacht. Wir sollten noch mal finde ich auch. Sowas machen. So, ich schreibe noch Danke. Wir machen bei der Verabschiedung noch mal irgendwelche komische, seltsame Musik an. Das hier machen wir mal. Das war's mit Verlesen. Wir sagen Dankeschön an alle Leute. Ingo Mess, sehr verehrte Damen und Herren. Die Stimme hinter vielem. Virtuose seit 18 Jahren Sprecher. Mein Name ist Daniel Budimann. Wir haben es probiert. Vielen Dank an den Autor Gunnar Krupp für 2,5 Seiten. Nein, es waren schon mehr. 3,5 Seiten, die waren schon mehr und es war ein bisschen ein. Ich weiß nicht, worauf das Buch hinausläuft. Es fängt ein bisschen düster an, aber ich glaube, es wird schöner. Ich war jedenfalls schon an der Stelle, wo sich der Protagonist, ich weiß ja nicht, ob es Gunnar selber ist, jedenfalls musste ich immer an Gunnar denken, der sich dort den Arsch wusch und den Sack rasiert. Das ist schön, das ist schön. Ging es da auch noch irgendwie um Leichenteile? Nee, es ging um nicht vollzogenen Sex dann. Das ist okay, ich finde das in Ordnung. Ja, jetzt kann ich das Buch auch entlesen, denn wir haben das hier einmal ausprobiert. Das war Verlesen, unser zweiter Pilot. Gerne im Forum auf Rocket Beans eure Meinung dazu schreiben. Das war ein Test. Schön, dass ihr dabei wart. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.